Hallo zur nächsten Folge. Und das ist jetzt tatsächlich die Folge, in der wir den Zaubereiminister Cornelius Fatsch treffen. Denn hier steht, trifft dich mit Cornelius Fatsch. Das wird ja wohl hier kein, wie sagt man, Clickbait sein. Das muss doch wahr sein. Das muss, also, ja, ich klick mal drauf. Da sitzt er. Ist nicht wahr. Ich, Mr. Sir. Ich komm gleich, ich geh nur kurz mal hier gucken, was hier sonst noch so viele. Chester! Hallo Chester. Wir sollen uns irgendwann einmal zusammensetzen. Ich könnte eine Pause von all dieser Arbeit gebrauchen. Ja, Chester, das sage ich dir jedes Mal, wenn wir uns sehen, dass wir uns mal zusammensetzen müssen. In den drei Besen. Da war ich jetzt letztens mit Corey. Kennst du Corey? Sei froh. Ich weiß, dass ich es schon viele Male gesagt habe, aber vielen Dank für deine Hilfe mit den verzauberten Fenstern. Ja, gerne, Ray. Das ist wieder so ein Hexe. So ein männlicher Hexe. Du bist also derjenige, der die Wampuskatze gefangen und den Fluch der Fenster gebrochen hat? Du bist kleiner, als ich gedacht habe. Was? Klein? Klein? Mir steht leider nirgendwo die Größe, aber... Klein? Oh, ich kann mich jetzt... Ah, oh, ich kann mich drehen. Hallo. Ah. Das ist mein... Das ist mein Dachsschaffel, Diego. Oh Mann, jetzt bin ich mir sehr krank. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so zum Minister gehen sollte. Da, gut. Du musst Coach Cody Bailey sein. Es freut mich, den jungen Schüler kennenzulernen, der das Zaubereiministerium so tatkräftig unterstützt. Es freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Minister. Es war wieder ein aufregendes Erlebnis, das Ministerium unterstützen zu dürfen. Es freut mich, dass du es empfindest. Sei bitte versichert, dass du auch in Zukunft jederzeit im Ministerium willkommen bist. Und weil wir gerade von der Zukunft reden, freue ich mich, hast du schon einmal daran gedacht, deine Karriere im Zaubereiministerium anzustreben? Ich bin zwar noch dabei, meine Möglichkeiten auszuloten, aber Ministerium wäre auf jeden Fall was auf jeden Fall toll wäre. Ich glaube, das wäre echt fantastisch, Mr. Minister, im Ministerium zu arbeiten. Hier kann ich sicher noch so einiges lernen und ich meine, man lernt überall immer weiter und aber hier, also ja, ich... Hervorragend! Wenn ich mir ansehe, was du bisher schon geleistet hast, würdest du dich sicher in jeder Abteilung gut machen. Vielen Dank, Mr. Minister, Sir. Ich möchte gar nicht schroff erscheinen, aber Mary hat gesagt, dass sie was mit mir bereden wollen. Ja, das stimmt. Du hast sicher schon gehört, dass das Zaubereiministerium eine Verhandlung vor dem Zaubergamo abhalten wird. Ja, als ich in Umbridges Büro eingebrochen bin, habe ich davon erfahren. Offiziell weiß ich das noch nicht. Wir wissen noch nicht genau, wie Reed der Kimcon an ihre Information gelangt ist, aber wir sind gerade dabei, diese Angelegenheit genauer zu beleuchten. Also das müssen Sie nicht beleuchten. Und ich habe meine Information ja auch im Tagespropheten, weil Kimcon da einen Artikel drüber geschrieben hat. Oder haben Sie da schon was rausgefunden? Rita Kimcon ist, erfreulicherweise für Ihre Quellen, sehr schweigsam, was diese Angelegenheit betrifft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier sonderlich viel enthüllen werden, aber deswegen wollte ich auch nicht mit ihr sprechen. Oh, in Ordnung. Ich möchte dir ein bisschen mehr über diesen Prozess vor dem Zauberkamo erzählen, dann wirst du mich wahrscheinlich besser verstehen. Okay, dann schauen wir uns doch mal an, worum es überhaupt geht. Wer ist überhaupt angeklagt? Ist es Ragpick? Ist es Ragpick? Hallo Chester, nee, du bist nicht angeklagt. Also, ist es Ragpick? Bei diesem Prozess vor dem Zauberkamo wird ein schwarzer Magier angeklagt. Das ist nicht Ragpick, denn Ragpick wäre eine schwarze Magierin. Wir wollen ja hier richtig gendern. Wann wird eigentlich dieser Prozess vor dem Zauberkamo stattfinden, Mr. Minister, Sir? Es kommt mir vor, als würde ich diese Fenster jeden Tag und jede Stunde aufs Neue reinigen. Und das nicht zaubern? Ragpick? Ich sag ja nur. Madame Umbridge hat mir heute alle möglichen Arten von Aufträgen aufgebildet. Ich komme wirklich zu gar nichts. Dann, also, Chester, wenn man zu viel Stress hat, einfach mal zwischendurch in den drei Besen gehen und Bierchen trinken. Das ist ganz hilfreich. Soweit ich weiß, kennst den schwarzen Magier, dem bald der Prozess gemacht wird. Du kennst den, ja. Oder? Kennst du doch den da. Wir sollen uns mal kurz unterhalten, wenn der Minister fort ist. Warum erzählt mir der Minister von dieser Verhandlung beim Zaubergamo ausgerechnet mir? Ich verstehe es doch nicht. Und kaum zu glauben, dass Rita Kimcon diesen Artikel so schnell veröffentlichen konnte. Wann habe ich ihr das gesagt? Folge 200, also ungefähr 20 Folgen würde ich sagen. Habe ich das gesagt und jetzt schon?
Bitte nimm nur Platz, Coach Cody. Nein, ich bleib stehen. Oh, das ist der Hexe. Man sollte die Leute wohl nicht nach ihrem Aussehen bewerten. Entschuldige bitte. Wieso? Was hat sie vorhin mal gesagt? Ich weiß nicht mehr. Das wird eine sehr komplexe Verhandlung am Ende, aber wird die Gerechtigkeit siegen. So wie immer, seit ich der Zaubereiminister bin. Ich frage mich, ob Mella wusste, was der Minister mit mir besprechen wollte. Er hat es mir nämlich nicht gesagt. Der alte Halunke. Die Person, der wir den Prozess machen, hat einst Marutokoro besucht. Ah, da weiß ich, was es ist. Da kennen wir ja einen. Bei der Person, der wir den Prozess machen werden, handelt es sich um den Zauberer aus Marutokoro, der dich und Mirulas Knight in eurem 6. Jahr bedroht und angegriffen hat. Der Zauberer im weißen Umhang. Ich wollte dich sprechen, weil man von dir verlangen wird, eine Zeugenaussage zu machen, Coach Cody. Gemeinsam mit deinem Bruder Jacob und Miss Knight. Sie wissen von Jacob, dass er wieder aufgetaucht ist und, Jacob ist von sich aus auf uns zugekommen, kurz nachdem die Sache mit Patricia Reichwick erledigt war. Er hat sich bereit erklärt, bei diesem Prozess auszusagen, um sicherzustellen, dass dieser Zauberer im weißen Umhang der Gerechtigkeit zugeführt werden kann. Es schadet nicht, dass seine Jagd auf schwarze Echsen und Zauberer sein öffentliches Ansehen verbessert hat. Und noch viel wichtiger ist die Tatsache, dass ihr drei unsere Hauptzeugen in diesem Prozess seid. Es ist unerlässlich, dass du deine Aussage machst, wenn der Zauberer im weißen Umhang nach Azkaban gebracht werden soll. Aber kein Grund zur Sorge, Coach Cody. Es ist ganz normal, dass man sich ein bisschen vor seiner ersten Verhandlung fürchtet. Und jetzt entschuldige mich bitte, ich muss mich in Kürze mit dem Premierminister der Muggel treffen. Mach also einfach weiter, so wie bisher. Ja, du machst das gut, ja. Alles in Ordnung, Coach Cody. Du bist ja richtig aufgeregt. Der Zauberer im weißen Umhang war derjenige, der gesagt hat, dass man mich bei er als neuen Anführer will. Du hast einen Grund zur Sorge, aber lass dich davon nicht zu sehr einnehmen. Die Furcht vor Dingen, die sich vielleicht ereignen können, raubt einem nur die Fähigkeit voranzukommen. Aber der Zauberkamo könnte mich oder auch Jacob dazu befragen. Vielleicht kommen sie zu dem Schluss, dass wir mit er verbündet sind. Sogar meine Freunde könnten sich dann fragen, ob ich wirklich auf ihrer Seite stehe. Wenn der Zauberer im weißen Umhang auch sagt, dass man mich bei er als neuen Anführer will, wird jeder denken, dass ich ein Er-Agent bin, ein Ragent. Nein! Und das ist das Kapitelfinale gewesen. Das heißt, ich muss jetzt Muggelkunde machen und Tierwesen erforschen. Und dann geht's nämlich auch erstmal bei Quidditch weiter. Tja, ich würde ja auch am liebsten direkt zum Zaubergamo, aber die Verhandlung ist halt erst in ein paar Tagen, deswegen gehe ich vorher noch mal, muss ich vorher noch so ein anderes anmachen, ja? Also, arrivederci, over and out.